Der Lauf also zur französischen Rallye-Meisterschaft, dritter von 11 Durchgängen in diesem Jahr. Nach der Grasse Alpin und der Corsica Rallye, die ja auch zur französischen Meisterschaft zählte. Nun also die Alsace-Vosges mit zwei Tagen und zwei Schleifen über insgesamt 19 Wertungsprüfungen und 728 Kilometer. Natürlich die Renault Clio Maxi wieder mit dabei, mit Ragnotti, mit Bugalski, der französische Champion Patrick Bernardini und im Subaru dann Marco Maserot. Aber sie standen diesmal nicht im Mittelpunkt des Interesses, sondern bei der Premiere nun der Peugeot 306 Maxi. Denn der hat erst vor einer Woche die Homologation bestanden und wir wollen mal sehen, wie er bei der Feuertaufe hier sich schlagen kann. Und da ist er schnell dabei. Zwei Fahrer setzen dieses Auto ein, Fabien Pölen und Gilles Panizzi. Und nun sind wir auch unterwegs mit dem 306 Maxi, mit Panizzi, der gleich schnell ist auf der ersten 8 Kilometer langen WP. Gleich schnell wie der Sieger, wie Bugalski. Damit teilt man sich zunächst mal Position 1. Also da wurde schon klar, dass der Titelverteidiger, der Corse Patrick Bernardini, mit seinem allradgetriebenen, turbobefeuerten Ford Escort Cosworth Probleme haben wird, noch in diesem Jahr die anstürmende Formel 2-Meute im Schach zu halten. Extrem schnell geht's zu Top, also ein Top-Einstand, keine Frage. Maserotto, hier haben wir ihn noch im Bild, aber kurz nach diesen Aufnahmen schied er schon aus, das bereits in der zweiten WP. Pech also für die Subaru-Truppe in Frankreich. 5 Sonderprüfungen am ersten Tag und die ersten 4 davon weniger als 10 Kilometer. Patrick Bernardini übernahm dann nach einem Zwischensport am Ende des ersten Tages die Führung. Bernardini im letzten Jahr schon Champion, setzte damit die Ford-Erfolge in Frankreich fort. Die letzten 4 Titel wurden ja von Ford-Autos gewonnen, alle mit französischen Fahrern besetzt. Dreimal Bernard Bergini in den Jahren 91 bis 93 und im letzten Jahr Patrick Bernardini. Bernard Bergin, der Teamchef von Bernardini, Ex-Rennfahrer, weiß natürlich genau, worauf es ankommt. Und Bernardini sagt auch, ja, es ist alles optimal gelaufen, aber wir müssen nun langsam uns ans Feintuning des Autos machen, denn die Kit-Car-Autos, die greifen wirklich an. Das sieht man an den Bildern deutlich. Philipp Bugalski, dessen ja so tragisch begann mit dem Unfall beim ersten Rennen bei der Grasse Alpine, als er abflog im Baumknall, sein Beifahrer starb dabei, Thierry Renault. Ganz schwierige Zeit für Bugalski, das Beste ist, so sagte er, die beste Therapie ist es, wieder zu fahren. Da haben wir ihn auch im Bild. Bugalski auf Platz 2 zu diesem Zeitpunkt, 2 Sekunden hinter Bernardini, er gewann 2 Wertungsprüfungen und ist der Leistung seines Autos durchaus zufrieden, aber eben auch beeindruckt von dem Peugeot. Ich muss sagen, dass die Peugeot mich doch überrascht haben, schon von Anfang an so schnell dabei zu sein, aber auch wir haben da noch einiges zuzulegen. Das wird man sehen. Panizzi nun auf Platz 3. Der letzten langen 20 Kilometer Prüfung des ersten Tages verlor er dann doch 9 Sekunden auf Bugalski. Trotzdem toller Einstand bisher für diese Autos. Und da haben wir auch Gilles im Bild. Ja, allgemein gesprochen bin ich durchaus zufrieden. Wir sind näher dran an der Spitze. Und das sieht sehr gut aus für morgen. Da bin ich sehr zuversichtlich, dass wir mit noch einer besseren Abstimmung vielleicht sogar die Spitze übernehmen können. Tja, das würde natürlich Peugeot-Teammanager Jean-Pierre Nicolas lieben, der früher ja selbst 3 WM-Rallyes gewinnen konnte. Nun sich also auf die Verwaltung der Sporteinsätze des Rallye-Teams von Peugeot konzentriert. Dolin auf Platz 4 im zweiten Peugeot. 16 Sekunden hinter Bernardini und auch Fabien Dolin sagt, das Auto ist eigentlich out of the box, sogleich beim ersten Zusammenbau gut gelaufen, gibt einen sehr viel Zurückmeldungen, das macht einen sehr zuversichtlich, man kann von Anfang an richtig attackieren. Ragnotti auf Platz 5, 27 Sekunden hinter Bernardini, er hat ein starkes Problem mit dem Untersteuern und auch Probleme mit den Bremsen, deswegen ist er zurückgefallen und deutlich langsamer. Kollege
Zweiter geht nochmal in drei Schleifen um die Wurst. Beginnt mit 6 WPs. Berdini baut seine Führung ein bisschen aus. Setzt Bestzeit in den ersten drei Tagesprüfungen der zweiten Schleife. Dann wird aber ein bisschen langsamer. Es gab mechanische Probleme. Ja, der Auspuff ist gebrochen und da gab es dann auch ein kleines Feuerchen unter dem Auto. Wir haben bisher einfach aufgrund der kurzen Servicezeiten keine Chance, das ganze Ding zu wechseln. Das wird zu viel Zeit kosten. Insofern kann er wohl nicht ganz voll fahren, meinte aber, wenn man die Bilder sieht, kann man ihm da nicht so ganz glauben. Er hat Angst, dass da auch die Reifen ein bisschen angeschmolzen werden. Die Chance nun für die Kollegen, für Palizzi, der letzten 3 WPs dann gewann, dieser zweiten von 3 Schleifen. Und damit sich bis auf 10 Sekunden an Berdini ranschob. Pugalski auf Platz 3, 9 Sekunden hinter Panizzi. Leichte Chassis-Probleme, ist ein bisschen in die falsche Richtung gegangen beim Abstimmen des Autos für den zweiten Tag. Das konnte man aber dann beim Regrouping nach dieser ersten Schleife des zweiten Tages verbessern. Und dort konnte dann Berdini auch endlich einen neuen Auspuff reinkriegen. Urschala. Ranjotti nach wie vor auf Platz 5, versucht aber in der Tat alles näher ranzukommen an die vor ihm liegenden Fahrer, muss allerdings dann auf das Pech der Konkurrenz hoffen. Und das klappt auch, denn Hauptereignis nun dieses Nachmittags, Panizzi fällt auf aus der zweiten der Gesamtwertung in der 12. WP. Vor Corsieux, etwa 3 Kilometer vor dem Etappenziel, ist plötzlich der Motor hochgegangen. Es gab einen großen Knall ohne irgendwelche Vorwarnungen und das war es dann. Schade drum, letzten 8 WPs sollten dann in der Gesamtwertung nichts mehr ändern. Ranjotti wird Vierter mit 2 Minuten 51 hinter dem Sieger nach einer sehr problemreichen Rallye. Dritter und damit vor ihm Fabien Dölen, damit einer der beiden Peugeot bei der allerersten Feuertaufe beim ersten Renneinsatz schon dabei und gleich damit auch unter den besten dreien. Sehr viel Zuversicht im Potenzial des 306 Maxi, sehr viel Zuversicht bei der Truppe rund um Jean-Pierre Nicolas. Da wird man den Etablierten noch ganz schön einheizen im weiteren Verlauf der Saison. Bugalski auf Platz 2, 40 Sekunden. Die letzten WPs gab es ein paar Reifenprobleme für Bugalski, aber besonders langsam ließ es doch nicht angehen. Da hören wir seinen neuen Co-Piloten Ciarioni, mit dem er vor 3 Jahren schon mal unterwegs war, bevor dann Renault übernahm. Ein wirklich heißer Sitz. 4 WPs gewann er am zweiten Tag, Bugalski. Damit er also auf Platz 2. Wichtige Punkte für ihn und damit ist Bugalski nun auch Dritter in der Zwischenwertung der französischen Rallye-Meisterschaft. Der klare Sieg ging aber an Patrick Bernardini. Kleiner Fehler hier, trotzdem ließ er sich den Erfolg nicht nehmen. In 19 WPs gewann er 12 Mal und damit für ihn der zweite Saisonsieg. Auch hier nochmal ein Rutscher, Gott sei Dank. Viele Auslaufzonen, kaum Zeit verloren, schnell reagiert. Berdini gewinnt also diese Alsac-Bouguez. Damit 49 Punkte für ihn, Santoni, der Führende auch in der Gruppe N. 27 Punkte auf Platz 2 des Zwischenklassements und Philipp Bugalski Dritter.